Herzlich willkommen zur Fahrt auf dem Kielstein. Wir möchten Ihnen ein paar wichtige Informationen geben. Die Kielsteinstraße ist 7 Kilometer lang. In unseren speziell auf diese Strecke abgestimmten Bussen werden wir etwa 20 Minuten unterwegs sein. Den gewaltigen Höhenunterschied von 800 Metern überwindet die Kielsteinstraße mit nur einer Kehre und 5 Tunnel. Im Winter ist die Kielsteinstraße aufgrund höchster Lawinengefahr gesperrt. Im Sommer sind permanente Kontrollen des Felsens erforderlich, um einen sicheren Fahrbetrieb zu garantieren. Während der Fahrt genießen Sie, bei klarer Sicht, einen Rundblick auf die Berchtesgadener Alpen bis weit ins benachbarte Salzburger Land. Tief unten im Nationalpark Berchtesgaden, eingebettet zwischen Watzmann und dem Ski- und Erlebnisgebiet Jena, liegt der Königssee. Das in den Jahren 1937-38 auf 1834 Metern erbaute Kielsteinhaus ist Teil des ehemaligen Führersperrgebiets Obersalzberg. Seit der Machtübernahme der NSDAP 1933 diente der Obersalzberg als zweiter Regierungssitz der NS-Diktatur. In der Bergwelt der Berchtesgadener Alpen planten und trafen Hitler und seine engen Vertrauten wichtige Entscheidungen über Krieg und Frieden, Verfolgung und Völkermord. Ausführliche Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Obersalzberg in der Nähe des Busparkplatzes, die bis 17 Uhr geöffnet ist. Das Kielsteinhaus wird heute von privaten Pächtern als Berggaststätte geführt. Daher sind im Haus ausdrücklich genehmigte Gästeführungen möglich. Wenn Sie oben am Kielsteinparkplatz ankommen, ist es wichtig, dass Sie Ihre gewünschte Rückfahrtzeit an unserem Schalter eintragen lassen. Nur so ist Ihr Platz für die Talfahrt reserviert. Die Busse fahren alle 25 Minuten. Die Abfahrtszeiten sind beim Busausgang und am Schalter angeschlagen. Bitte treffen Sie 10 Minuten vor der Rückfahrt beim Bus ein. Bei schönem Wetter, wenn Sie den Rundgang nutzen und noch einkehren möchten, empfehlen wir einen Aufenthalt von 2 Stunden. Nachdem Ihre Fahrkarte für die Rückfahrt gestempelt ist, erreichen Sie über einen 124 Meter langen Tunnel das Berginnere. Von dort fahren Sie mit dem historischen Aufzug, betrieben heute allerdings mit modernster Technik, weitere 124 Meter hinauf, direkt in das Kielsteinhaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf dem Kielstein. Hello and welcome to everyone on board. A very warm welcome to all. We're delighted that you could join us on our trip up to the Eagle's Nest today. We'd like to give you some interesting facts and useful information. The Eagle's Nest Road is 7 kilometers long. The journey will take about 20 minutes in one of our buses, designed specifically for this route. The Eagle's Nest Road rises a massive 800 meters and climbs this huge difference in altitude with just one hairpin bend and 5 tunnels. The Eagle's Nest Road was closed in winter due to a serious risk of avalanches and, in the summer, our best plans were to ensure that our vehicles can be operated safely. If the weather is clear throughout your journey, you will enjoy panoramic views of the Berchtesgaden Alps and be able to see as far as the neighboring village of Salzburg. Far beyond the Berchtesgaden National Park, you will see the Königssee Lake, nestling between two mountains, the Watzmann and the Jenner, which is popular for skiing and other outdoor pursuits. The Eagle's Nest was built between 1957 and 1958 at a height of 1,834 meters above sea level, and formed part of what was formerly known as the Führer's Affluence area on the Obersalzberg. Following the rise to power of the Nazi Party in Germany in 1933, Obersalzberg became the second seat of government for the National Socialist dictatorship. Hitler and his close confidants met and planned key decisions about war and peace, persecution and genocide in the mountains of the Berchtesgaden Alps. You will find
to just open until 5 o'clock. Today, the Eagle's Nest is run as a mountaintop restaurant by private tenants. For this reason, this tours around the house are only possible if a special permission has been obtained. When you arrive at the Eagle's Nest Park, it's important that you go to our desk to let us know when you wish to return. Your journey down will only reserve once you have done so. Buses leave every 25 minutes, and your departure time is late as you exit the bus and at the desk. Please arrive at the bus 10 minutes before its departure time. We recommend a 2-hour visit if it's nice weather and you would like to take a friend out to the park and stop for a bite to eat. After your ticket has been stamped for the return journey, proceed through a 194-meter tunnel to get inside the mountain. From there, you can take the historic vehicle, which today uses the most up-to-date technology, a further 194 feet straight into the Eagle's Nest itself. Thank you for your attention. We hope that you enjoyed your visit to the Eagle's Nest. Thank you.
und darunter auf die Bordstation von